Genau. Hallo, ich bin Clara, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere an der LMU Soziologie und ich bin auch organisiert bei RIO. Genau, und ich werde jetzt ein bisschen was zum Kampf um eine Perspektive bzw. um ein Programm gegen den Klimawandel sagen. Und genau, einsteigend wollte ich dazu sagen, dass der G7-Gipfel, der ja dieses Jahr von Deutschland geleitet wird, neben den vier anderen zentralen Programmpunkten besonders die Frage des Klimas dieses Jahr extrem in den Mittelpunkt stellt, der Diskussionen. Und so nennt das Präsidentschaftsprogramm der G7 den ersten Punkt seines Programms gesunder Planet, nachhaltiger Planet. Genau, und dort wird von der Gründung eines offenen, kooperativen Klimaclubs gesprochen, der sich als globaler Vorreiter für Klima- und Umweltschutz, Biodiversität und eine beschleunigte Energiewende einsetzen soll. Und genau, und damit will sich Deutschland auch als Vorreiter in Sachen Energiewende und Klimaschutz präsentieren. Und ich glaube, dass das nichts weiter als leere Worte sind, die wir in der Vergangenheit schon sehr oft gehört haben, ist für alle so in diesem Raum klar. Und es wird nicht nur deutlich, wenn man sich die Politik der G7 insgesamt in den letzten Jahren anschaut, sondern auch, wenn man sich die Klimapolitik der angeblichen Fortschrittsregierung in den letzten Monaten anschaut. Zum Beispiel eben mit den Grünen, in die viele Menschen aufgrund ihres Profils gegen die Klimakrise ihre Hoffnung bei den letzten Bundestagswahlen gesetzt hatten, hat die Ampelkoalition beispielsweise erst kürzlich enorme Flüssiggas-Deals mit Katar und den USA geschlossen und riesige Kohletransporte aus einer kolumbianischen Mine, die laut Gerichtsurteilen Menschen, Umwelt und Gebietsrechte verletzt, genehmigt. Und das sind nur zwei von vielen Beispielen, die die Klimapolitik der angeblichen Fortschrittsregierung darstellen. Und besonders auffällig wird die katastrophale Politik der letzten Jahre in Bezug auf die Energiewende, wenn man von russischem Gas unabhängig werden will, Gas aus einem anderen unterdrückerischen Regime wie Katar importiert werden muss. Gleichzeitig hat die Ampelregierung gerade mit dem Tankrabatt, der eigentlich VerbraucherInnen entlasten sollte, den Mineralölkonzernen basically eine Subventionierung gegeben. Und das alles während der Andrang auf das 9-Euro-Bahn wegen dem 9-Euro-Ticket zeigt, dass eine Verkehrswende, die klimatechnisch extrem notwendig wäre, also ein Ausbau des ÖPNV, der für alle kostenfrei ist, auch wirklich gewollt wird in der Bevölkerung. Aber nach diesen 3 Monaten 9-Euro-Ticket werden wahrscheinlich wieder Preissteigerungen auf uns zukommen und der ÖPNV wird weiterhin nicht, also sehr langsam ausgebaut. Genau. Und während eben enorme Summen Geld in die Automobilindustrie gehen. Wegen dieser Debatte eben um die Mineralölkonzerne, die gerade sozusagen diese Subventionierung erhalten haben, da wird eben gerade darüber diskutiert, eine sogenannte Übergewinnsteuer einzuführen. Und wir fordern dagegen weiter eine Offenlegung der Geschäftsbücher aller dieser Konzerne, eine allgemeine Gewinnsteuer für die Profite dieser Konzerne und Preiskontrollen durch Ausschüsse von Gewerkschaften und VerbraucherInnen. Die Profite dieser Energiekonzerne, die jetzt einzelne InvestorInnen reich machen, während andere Menschen kommenden Winter wahrscheinlich frieren werden müssen wegen der hohen Energiekosten, zeigen, dass es wirklich nötig wäre, die Energiekonzerne zu vergesellschaften und unter ArbeiterInnenkontrolle zu stellen, um eine wirklich soziale und ökologische Organisation dieses Zweigs zu ermöglichen. Genau. Am offensichtlichsten wird aber, glaube ich, die klima- und menschenfeindliche Politik bei der Aufrüstung. Sowohl bei den anderen G7-Staaten wie den USA, deren Militär mehr CO2-Emissionen verursacht als ganze Länder wie Portugal oder ganze 144 andere Länder, ist es auch in Deutschland sehr offensichtlich, wo eben vor kurzem diese 100 Milliarden Sondervermögen beschlossen wurden. Unter anderem auch von den Grünen, die vor kurzem noch Wahlkampf damit gemacht haben, dass sie keine Waffen in Kriegsgebiete liefern wollen und
wo viele Menschen bis dahin, glaube ich, auch noch eine Illusion in sie als eine Friedens-, Klima- und so Partei hatten, genau. Auch wenn wahrscheinlich die meisten hier wissen, dass das schon länger, seit auch dem Einmarsch in den Kosovo und in Afghanistan, nicht mehr der Fall war, aber trotzdem hatten sie, glaube ich, länger noch diese Maske. Und das alles beschließen eben die Grünen auch mit in einer Situation, in der in allen sozialen Bereichen Geld fehlt und geben Milliarden von Euro für das Klima- und Menschenfeindlichste auf der Welt aus, nämlich den Krieg. Und der Militarismus und der Krieg sind und waren noch nie Mittel der Verteidigung der Demokratie oder der Menschenrechte. Sie waren und sind immer die höchste Form der Auseinandersetzung um geopolitische Interessen, weshalb wir die Waffenlieferungen in die Kriegsgebiete und die Wirtschaftsboykotte verurteilen. Immer war es aber die arbeitende Bevölkerung, die den Krieg austragen und am meisten unter ihm leiden muss, während ihre Lebensgrundlagen und die Natur um sie herum komplett zerstört wird. Genau, und deswegen sehen wir auch in der NATO beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine keine Perspektive für Frieden, Demokratie oder Menschenrechte. Als Sozialistinnen dürfen wir nicht auf diese kriegstreiberische Stimmung hineinfallen, die jetzt Waffen in die Kriegsgebiete schicken will. Dieser Krieg ist jetzt endlich ein Stellvertreterkrieg der NATO und Russland, auf Kosten der Bevölkerung, von dem sich beide Lager auf eine noch sehr lange andauernde Kriegsdauer vorbereiten. Mit tausenden Toten voraussichtlich. Die Waffe der ArbeiterInnen in dieser Situation gegen den Krieg und auch gegen andere Kriege, wie zum Beispiel die Bombardierung Kurdistans durch den NATO-Staat Türkei, muss die des Streiks und der Blockade in zentralen Kriegsindustrien sein. Das zeigten einzelne Beispiele schon kürzlich, wie in Italien, in Griechenland oder Belarus, die Waffenlieferungen und Kriegslogistik an beide Seiten boykottierten. Der Krieg zerstört nicht nur Menschenleben, sondern auch das Klima. Das zeigen nicht nur eben diese CO2-Bilanzen vom Militär oder Aufnahmen von zerstörten, rauchenden Städten, sondern auch das Risiko der nuklearen Aufrüstung ziemlich deutlich. Deutschland ist eben mit diesen 100 Milliarden Euro sehr viel Geld für alle möglichen Bomben, Panzer und Drohnen haben wird und kürzlich den Kauf von atombombenfähigen Kampfjets bekannt gegeben hat, lagert zum Beispiel seit dem Kalten Krieg Atombomben des NATO-Partners USA in Deutschland. Diese Aufrüstung lässt sich aber nicht nur nach außen beobachten, sondern auch besonders an den Grenzen, während eben die G7 eigentlich den größten Teil der globalen Emissionen, einen erheblichen Teil der globalen Emissionen ausmachen und überall auf der Welt Natur zerstören und Ressourcen ausbeuten, schotten sich genau diese Länder immer weiter ab und töten mit ihren brutalen Grenzregimen jedes Jahr tausende Menschen. Diese Menschen fliehen genau vor Klimawandel, vor Krieg und vor Armut. Allein letztes Jahr sind im Mittelmeer 3000 Menschen ertrunken, während andere vor den Grenzen der EU erfrieren oder verhungern. Gleichzeitig zwingt Deutschland viele Menschen, die es bis hierher geschafft haben, in Lagern ohne Arbeitserlaubnis zu leben oder schiebt sie ab, wie bis kurz vor der Machtübernahme der Taliban auch noch nach Afghanistan. In den kommenden Jahren werden immer mehr Menschen fliehen müssen. Und diese Abschottung wird zunehmen, wenn wir nicht dagegen und für offene Grenzen und sichere Fluchtwege kämpfen. Hinter all dieser Politik, die von den Grünen und der SPD mit angeführt wird, versteckt sich auch ein Teil der Klimabewegung. Die grüne Jugend hat sich zwar gegen das Sondervermögen ausgesprochen, ihre Vertreterinnen im Bundestag haben aber dafür abgestimmt und haben somit für die nächsten Jahrzehnte Kriegstreiberei im imperialistischen Interesse von Deutschland mitgestimmt. FFF, die von der Führung auch sehr stark an die grüne Jugend gekoppelt sind, mobilisieren auch zu den Protesten
gegen G7, aber mit einem Programm, das sich in den Forderungen sehr stark in Richtung zum Beispiel stärkere Sanktionen gegen Russland oder Reformen eben an die Regierung richtet. Anstatt beispielsweise die Enteignung und Vergesellschaftung der Energiekonzerne zu fordern, was gerade ziemlich deutlich wird, dass es sehr, sehr notwendig wäre. Aber immer mehr Klimaaktivistinnen merken auch, dass auf diesen Staat auch unter einer grünen Regierung, in Anführungszeichen, kein Verlass auf eine wirkliche Bekämpfung des Klimawandels ist. Denn die ist in diesem System nicht möglich. Dieses System der Kapitalismus, der auf immer größeren Wachstum, auf die Ausbeutung von Mensch und Natur angewiesen ist, um zu funktionieren, kann nie, auch nicht mit allen möglichen Reformen grün werden. Es ist ein Wirtschaftssystem, in dem nur 100 Unternehmen für mehr als 70% der globalen Emissionen verantwortlich sind, in dem so produziert wird, dass an einer Stelle Produkte absichtlich weggeschmissen werden, während sie an anderer Stelle fehlen, nur um die Profite oben zu halten. Forderungen eben zum Beispiel nach einem Gasembargo gegen Russland, nur um dann Gas aus Katar zu importieren, oder nach einer CO2-Steuer, die letztendlich, wie das Beispiel des Tankrabatts zeigt, auf die Bevölkerung abgewälzt werden, können nicht die Lösung sein. Die Hauptschuld für diese Krise, für die Klimakrise, liegt nicht bei dem Konsumverhalten von Einzelnen, sondern an der Art, wie der Kapitalismus funktioniert und an der umweltschädlichen Praxis der Großkonzerne. Die letzten Jahre Klimaproteste haben besonders deutlich gezeigt, dass Bitten und Forderungen an die Regierung alleine nichts bringen. Es braucht strategische Verbindungen in die Arbeiterinnenklasse, die durch ihre Stellung in der Gesellschaft die Möglichkeit haben, genug Druck aufzubauen durch Streiks, um beispielsweise die Enteignung der Energiekonzerne unter Arbeiterinnenkontrolle durchsetzen zu können. Im letzten IPCC-Bericht sprechen Wissenschaftlerinnen von der Notwendigkeit eines systemischen Wandels, um die Klimaerwärmung noch bremsen zu können. Dieser systemische Wandel wird aber eben nicht durch bürgerliche Regierungen umgesetzt werden, wenn wir lange genug danach fragen. Die Klimabewegung braucht unbedingt eine antikapitalistische Perspektive und strategische Verbindungen eben zu ArbeiterInnen, die Macht haben, systemischen Wandel wirklich durchzusetzen und auch ein anderes Wirtschaftssystem, wo für menschliche Bedürfnisse und nicht für Profite produziert wird, zu realisieren. Genau, konkret wäre sehr das natürlich auch so aus, dass in dieser Verbindung auch die Gewerkschaften mit Forderungen nach einem sinnvollen Klimaprogramm, Forderungen gegen den Krieg, gegen die Inflation, gegen die Armut auch dahingehend mobilisieren. Genau. Der Kampf eben um unsere Zukunft, der Kampf für eine bessere Welt, für die wir seit Jahren auf die Straße gehen und die Realität werden kann, braucht es aber ein Programm, das die ArbeiterInnen als Subjekt des Kampfes für ein System sieht, in dem eben für menschliche Bedürfnisse ökologisch produziert werden kann und nicht so produziert wird, dass einzelne Menschen Profite daraus schlagen. Das bedeutet konkret, dass unser Ziel eine sozialistische Planwirtschaft ist, da der Kapitalismus, so wie er eben, wie ich es jetzt auch schon gesagt habe, nicht grün werden kann, weil er einfach so funktioniert, dass Profite von KapitalistInnen an erster Stelle stehen, die weltweit in Konkurrenz stehen und in höchster Instanz um die Auseinandersetzung irgendwie um geopolitische Interessen diese Konkurrenz auch zu Kriegen führt. Genau, und deswegen denken wir, dass nur eine internationale Planwirtschaft eine internationale Antwort die Möglichkeit bietet, irgendwie die Klimakrise noch zu bewältigen. Und diese sozialistische Planwirtschaft muss also international sein und unter Kontrolle der ArbeiterInnen selbst und nicht einer bürokratischen Clique wie beispielsweise in der DDR.
dieses Programm, was wir brauchen, um gegen die Klimakrise kämpfen zu können, darf also keine Hoffnungen in den Reformismus setzen und muss sich konsequent gegen Aufrüstung, gegen Krieg, gegen die Ausbeutung abhängiger und gegen die Ausbeutung abhängiger durch imperialistische Länder, gegen Abschottung und Grenzregime stellen und für die internationale Organisierung gegen die Ursache all dieser Probleme, den Kapitalismus. Genau. Genau, um das nochmal zu exemplifizieren, was Clara auch gerade betont hat, wollten wir auch das Grußwort aus Argentinien zeigen. Wie gesagt, das von Martin Saez, er ist Lehrer und Teil der sozialistischen, der Partei der Sozialistischen Arbeiterinnen, die auch bei den letzten Wahlen in Argentinien als Teil der FIT, der Front der Linken, zur drittstärksten nationalen Kraft wurde und die besonders auch sehr starke Mobilisierung gegen das Internationale Währungsfonds und auch, wie sich da in dem Beitrag zeigen wird, auch gegen das Fracking, was jetzt für multinationale Konzerne auch in Argentinien wieder eingeführt werden soll. Und in der Region, wo er eben lebt, gab es im letzten Jahr Massenmobilisierung, über die er im Video auch berichten wird. Desde la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, al sur de Argentina, con mis compañeros y compañeras de PTS queremos enviar un fraternal saludo a esta charla debate que van a llevar adelante al calor de la cumbre del G7. Los capitalistas y sus representantes se organizan y nosotros también nos organizamos y debatimos cómo enfrentarlos. El gobierno nacional de Alberto Fernández, del peronismo y la oposición de derecha de Juntos por el Cambio y Milei se vienen organizando, han aceptado el acuerdo con el FMI y como hemos visto el extractivismo es la piedra fundamental que piensan llevar adelante para conseguir los dólares y pagar la deuda. Es por eso que impulsan el fracking, es por eso que impulsan los agrotóxicos y también la quema de humedales, entre otras actividades, como también la minería. Les mando este saludo porque desde acá, desde Chubut, hemos protagonizado en diciembre del año pasado una gran rebelión obrero popular donde miles de jóvenes, de trabajadores, ganamos las calles estableciendo una unidad y una alianza enorme en la cual los trabajadores de los sectores estratégicos como los puertos pegaron diciendo que no iba a salir ni un solo barco hasta que caiga la ley megaminera que se había votado y que pudimos hacer retroceder con asambleas, con movilizaciones masivas, con cortes de ruta donde participaron los trabajadores de la alimentación y también los trabajadores portuarios. Es por eso que también queremos dejar en claro que, como dice la juventud en las calles, no hay un planeta B y por eso tenemos que continuar organizándonos para enfrentar la agenda extractivista de los capitalistas, de sus representantes y también porque peleamos por una sociedad donde toda la economía esté planificada y organizada según las necesidades de los trabajadores, de las grandes mayorías y no de ese puñado de capitalistas de multinacionales, ¿no? Como la Pan American Silver que hemos enfrentado acá en Chubut, que buscan seguir profundizando sus ganancias. Por eso un gran saludo para ustedes, que sea fructífero el debate, la charla, y tenemos que seguir organizados y como dicen también los chicos en las calles, si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo. Genau, also was, glaube ich, beides ganz gut zeigt, ist eigentlich, dass wir nicht die Klimakrise angehen können, indem wir einfach nur an unsere Regierungen appellieren oder wir sagen, die Wissenschaft hat recht und das reicht aus. Sondern es letztlich auf uns selbst ankommt, uns gegen diese klimazerstörerische Politik nicht nur auf die Straße zu begeben, sondern auch an den Orten, wo wir sind. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir auch selbst, Clara und ich damals auch in der Schule noch, haben wir auch viel Erfahrung in der Klimabewegung selbst gemacht. Und was wir gemerkt haben, ist auch, dass die Straßen an sich nicht ausreichen. Also die Straßen sind ein Ort, wo wir vor allem zeigen können, unsere Ablehnung zu dieser Politik. Aber um wirklich Macht auszuüben, müssen wir wirklich an unsere Orte gehen, wo wir tatsächlich eine Möglichkeit haben, um Macht aufzubauen.
Und solche Versuche hatten wir auch in der Vergangenheit, vor allem vor der Pandemie. Das ist jetzt einfach nur ein exemplarisches Beispiel, weil das eine sehr prägende Erfahrung für uns alle war. Und zwar, als wir in die Universität reingekommen sind, 2019 war. September. Okay, Januar 2020, also kurz vor der Pandemie. Da haben wir versucht, quasi genau das umzusetzen. Also aus der Mobilisierung, aus der Erfahrung, die wir auf der Straße hatten, in den letzten Jahren tatsächlich an dem Ort, wo wir sind, wo wir unser Leben auch leben, an der Universität, eine Vollversammlung einzuberufen. Das ist in anderen Universitäten einfacher zu tun, auch wenn die studentischen Führungen oftmals gar nicht dazu aufrufen. Das muss man auch sagen. Sie werden ja auch sehr stark angekoppelt an die Unipräsidien. Aber in München, an der LMU besonders, ist das Vorgehen bisher sehr repressiv gewesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wieso wir versuchen, auch heute mit euch zu sprechen, weil es sind ja auch viele Studierende auch da und dies ist eine notwendige Perspektive, über die wir diskutieren müssen. Weil was uns passiert ist, das war gerade da, wir wurden damals eingesperrt im Hörsaal. Das war die Antwort der Unileitung auf den Versuch von uns, über die Klimakrise zu diskutieren und welche Alternativen es dazu gibt. Und was dabei eben uns zentral erscheint, ist, dass das auch eine andere Form der Demokratie ist. Denn man sagt uns, ja, die Demokratie ist, wenn du jede 4 Jahre zu den Wahlen gehst. Aber das stimmt halt nicht. Die Demokratie ist, wenn wir an unseren Orten tatsächlich zusammenkommen und anfangen zu diskutieren, was wir für eine Welt erkämpfen wollen. Und genau darum muss es eigentlich gehen, wenn wir in der Klimabewegung intervenieren. Und in diesem Sinne müssen wir auch sagen, weil in Deutschland gibt es manchmal das Gefühl, dass die Klimakrise eine Frage der Expertise wäre oder etwas, was sich nur Leute leisten können, die dann irgendwie in den Bio-Supermarkt gehen oder irgendwie Ökosachen kaufen, keine Ahnung. Aber das stimmt halt nicht. Also das Beispiel aus Argentinien ist genau das, worum es eigentlich geht. Dieses System geht auf, die Zerstörung des Planeten, welches durch dieses System durchgeführt wird, geht auf Kosten der Arbeiterin, besonders natürlich in den abhängigen Ländern. Aber auch, und deswegen würde ich gerne auch übergehen an Pierre, auch in Europa. Viele Leute in Deutschland schauen nicht mal über die Grenze, aber in Europa selbst, in Frankreich, gab es eine Massenmobilisierung aufgrund einer Reform dieser CO2-Steuer, die gefordert wird, auch von Teilen der Klimabewegung, wo sich die Arbeiterinnen in Frankreich dagegen gewehrt haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Beispiel, wovon wir viel lernen können und der auch, genau, ein Anfang auch der Erfahrung der letzten Jahre war.